Jo, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die Ruinen, die Tintagel-Ruinen, ein bisschen noch weiter erkundet, haben eine komische Steinwand gefunden, wo steht, dass es irgendwo auf der Welt ein paar Prüfungen gibt. Und den stellen wir uns natürlich, um stärker zu werden und diesen Herrscher als unheilsfähig zu machen. Ne? Okay. Ich gehe mal hier pennen, um zu gucken, ob ich irgendwie noch was freischalten kann, so skitmäßig, aber anscheinend nicht. Wann habe ich mich hier noch in Dingen noch umgeschaut, hier in dieser Basis, sag ich mal. Weil mir ist aufgefallen, die sind doch ein bisschen leer. Und stimmt, die Typen wollten ja nicht hier bleiben die ganze Zeit. So, dann habe ich mich noch ein bisschen umgeguckt und habe hier noch irgendwo, warte mal, kann ich hier einen Skip machen? Nein, okay. Habe ich mich noch umgeguckt und noch eine Silbertruhe gefunden und wir haben ja jetzt einen Silberschlüssel. Das heißt, wir können die jetzt öffnen. Damals 1500 galt. Ich habe mir was viel bombastischeres vorgestellt. Aber naja. So, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas ist. Ich glaube, da war auch noch was. Gehen wir mal gucken. Wo ich abhau. Haha! Räuberklinge. Oh, ein neues Messer endlich mal. Ja, ich habe wieder kurz vorm Level Up hier hochgelevelt. Und ich werde der A-Angriff. Ja. So, warte mal. Wird irgendwie bei ihr nix. Egal. Aber noch nicht so viel Möglichkeit gehabt, neue Ausrüstung zu kaufen. Laden, ja, hat auch nichts Besonderes. Hey, was geht ab? So wie die Welt derzeit aussieht, ist unser nächster Auftrag nie weit entfernt. Komisch, nicht wahr? Natürlich entscheidet der Boss, welche Aufträge wir annehmen und welche wir ablehnen. Und der Boss ist bei mir. Das heißt, diese Organisation wird jetzt abbrechen. So, dem habe ich mit Sicherheit schon nachgeguckt. Jetzt können wir mal oben zum Wald hingehen. Weil den haben wir auch noch nicht erkundet. Wir haben ja Rose einfach nur so schleppend hier zur Basis gebracht. Und erkundet haben wir... Ehrlich gesagt, den X-Kotbau glaube ich gar nicht. Da können wir jetzt nachholen. Jetzt haben wir wieder awesome Musik. So, dann gucken wir mal. Und wir müssen auch noch hier für den Hund, für den Herrscher des Landes, fällt mir gerade ein, auch noch jemanden finden, der ihn anbetet. Folgt der Typ uns jetzt eigentlich? Der war gar nicht mehr da, glaube ich. Also in seinen usual spot. Also mir wird jetzt nur angesagt, ich soll nach Rolands gehen. Ich dachte erst, wir sind noch in Rolands. Ne? Nicht nach Rolands. Okay, Pendrago soll mal gehen. Okay. Tut mir leid. Ist glaube ich schon ewig her seit der letzten Aufnahme, nee, gar nicht wahr. Aber ich habe irgendwie der letzten Aufnahme selbst schon in der vorletzten verdammt viel aufgenommen. Und dann habe ich wieder eine aufgenommen und jetzt bin ich wieder ein bisschen draußen. Die Kraft zum Kämpfen. ルザマに霊能力まで封じられてな。そこを私が助けたんだ。で?つまり危険なんだよ、この旅は。正直勝ち目があるかどうかもわからない。だから、レベル。勝ち目がなければ逃げればいいっしょ。大丈夫だって。すれば実力も現実も分かってるじゃない。ありがとう。何が? Gegen dieses klebriges Zeug, was? Gegen diese Strategie habe ich ehrlich gesagt nichts. Euer Gegner zu stark, renn weg, kämpfe einen anderen Tag.
Vermesen Schwertangriff kannst du irgendwie überraschend wenig machen in dem Spiel. So, ich war mein tägliches Level up. Naja. Bams. Ja, wie sieht meine Gruppe aus? Ich guck mal jemand anderen steuern, vielleicht Daisy. Was? 24? Ja, genau. Richtig gelevelt. Ist der Schwierigkeitsgrad unten. Irgendwie stimmt hier was nicht. Was Art erlernt. Ich habe jetzt gar nicht auf die Titel geachtet, verdammt. Ja, wird schon okay sein. So, neue Art. Böser Geist. Ja, wir sind noch mal. Das ist eine A-Art, ne? Ich weiß, die heißen nicht so, aber Grace is F ist schon. Ja, ist eine Angriffsart. So. Wir steuern mal Daisel. Oh ja. Edna kann man wieder rein. Oder Layla. Ne, Mikleo kann man wieder rein. Ist auch eine neue Art. Geistschinder. Wie bitte? Das gar nicht mal, ob ich da Speicher ein, egal, ja, von ihr kann ich leider nicht jetzt umstellen, weil sie außerhalb der Truppe hieß. Ja, wo fangen wir denn jetzt an? Was stimmt? Nein, die Truhe muss ich mir merken. Was soll ich da jetzt noch hinrennen? Okay, die Truhe, die holen wir uns noch. Im nächsten Part. Ich kann es vergessen. Boah. Bin ich jetzt so dämlich, ne? Snack-Unfall? Was habt ihr denn auf einmal mit dem Kochen? Okay. Neue Gegner, kommt her. Wenn ihr euch traut. Hör mal nach, ob der. Warum sind die so schwach? Konnt ihr noch gar nicht kämpfen. Uff. Wenn er mich so sehr an Witch hat, allein schon die Angriffe fast alle gleich sind. Rache Beißer, eigentlich nur der, aber ist schon fast alles gleich. Oh, das Monolith, gewaltiger Stumpf. Die Geschichte des Stumpfes hat.年輪からすると樹齢1000年は超えてるね。数えたのか。暇だな。憶測で分かるだろう。20年の幅を目安にして半径が50倍あれば1000年だ。お、やけに年輪が詰まってる場所があるぞ。本当だ。なぜだ。気候が冷え込んだか。日差しが弱かった時代があったんだろう。そうか。それで木が成長できなくて年輪が狭まった。 Anderen Worten, macht die Augen auf. Ein Gegner? Hey, ich wusste es. Sie spricht die Rose aus, anstatt Rose. Irgendwie sind die Gegner überraschend einfach. Uff. Soll ich mal gucken, habe ich den Schwierigkeitsgrad runter? Nein. Ich weiß, ich war in dem Gebiet vorher, aber trotzdem. Schon erkundet? Nee. Was? Achso, ja. Ich weiß irgendwie, dass er nicht sagt, Monolith sind. Es
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, deinen Rang zu erhöhen. Aufeinander von der Treffer im Normalzustand. Höher, maximal, also Rang. Das nehme ich doch gar nicht. Brauche ich hier New Game Plus. Die Truhe, die regt mich da auf. Wisst ihr, was ich hole jetzt? Mir kackegal. Ah, nein. Ich will jetzt nicht Zeit verschwenden. Oh Gott, wo müssen wir jetzt hin? Da nicht, da müssen wir hin. Ist ja noch riesig. Verdammt. Überhaupt eine Schwäche gegen Wind, sagt das doch. Was? Nee, du bist Widerstand. Zwei gegen Wind, Mann. Ach, was reicht schon. Ja, okay, ich bin schneller. Gut, da ist eine Silbertruhe. Das ist auch was. Ne, das ist keine Silbertruhe, sah aber so aus von beiden. Ma. Ja. Boah, das ist eine. Das, ach, dann sind wir zwei. Runenkranz. Beweg dich. Nein. Geh weg. Du kannst verbrennen. Ja, von da, warte mal, da ist irgendwas. Aber auch nicht. Da ist eine Truhe. Oh, da auch nicht. Joink. Schwarze Talisman, davon hatte ich doch schon lange erstmal ein. Ist sogar besser. Ja, fast. Ich will meinen Effekt aber behalten. Überraschenderweise, okay, der letzte Bosskampf war doch ein bisschen happig, fällt mir gerade ein. So, du, er tut unkommentiert einfach. Okay, sieht aus, als könnte zu gefährlich sein, oder auch nicht. Ja, da hole ich mal lieber Feuer. Er hat uns so was von gegen Feuer anfällig. Entschuldigung. Zum Baskenwitze, okay. Ah, Angriff. Ist doch ein bisschen besser, glaube ich. Ich komme voll durcheinander bei diesem Riesengebiet. Da war ich. War ich da schon? Ich glaube ja, ne? Ja, wo war da hier ein Speicherpunkt? Hier war ein Speicherpunkt, ne? Klebriges Zeug. Was ist los mit euch in letzter Zeit? Kann ich jetzt wieder hier zurück? Nee, ne? Oh, da tut nur der Krieg, habe ich dort Gefühl. Glefett Senke. War mal doch, ne? Oh, Hallöchen. Tobt der immer neue Schlacht? Nee, ne? Da steht aber irgendjemand. Hallo, na? Vielleicht sagen sie am Ende doch die Wahrheit. Alles weist eigentlich auf Eigenbeschuss hin. Nur unter Umständen der Kampf nicht so heftig sein dürfen, dass es zu einem derartigen Gemetzel kommt. Sagen wir, was da draußen in nur zwei Tagen passiert. Ja, warum greift ihr euch alle gegenseitig an? Sagt mal, habt ihr sie eigentlich nur alle?
Okay, der steht wahrscheinlich vor der Brücke oder was auch immer da war. Wir kommen nicht rein, ja, vor der Basis. Rein. In der erhöhten Spannung mit der Armee von Heiland kann hier momentan niemand durch. Bitte gerade oben, ja. Okay. Aber gut, dass wir hier zurückgehen können. Okay. Musik ist einfach zu Ende, lässt mich allein. Dreck. So. Wie sieht's levelmäßig sieht's gut aus. Geh weg. Geh weg. Was ist denn da? Nix. Lass mal nur lied. Das sind Vögel. Ich komme so durcheinander mit der Umgebung. Und eine größere Karte da oben links. Eine sehr viel größere Karte. Mit Kennzeichnungen, wo ich schon gewesen bin und so. Was ist los mit euch in letzter Zeit? Ja, Mick Leo, ne, der hat, weiß ich nicht. Wir snackt so weiter um 17. What is happening here? What? Die Blätter haben so geleuchtet, ich dachte, da wäre was. Alter! Ja, danke. Aber ja, vernünftiges. Alter. Was machen die in der Küche? Ja, so unterwegs zu kochen ist vielleicht nicht so leicht, ne? Mystische Art, du hast besiegen eines Feindes mit einem mystischen Art, erhältst du einen mindestens doppelt so hohen Rang wie normalerweise. Außerdem schießt die Objektverlustrate in die Höhe. Ich habe davor uns doch schon mal gesagt, ne? Ich bin ja wieder vollkommen woanders. Willst du wissen? Ach, hier sind wir gestartet, stimmt. Ich frage mich, warum wir überhaupt. Okay, aber ich dahin kann, ist klar. Man hätte man doch locker sagen können, ich kann auch nicht durch. Was ist denn hier? Ist ja erstmal als andere Kunden. Ich kann ja schon rein, also. Hallo? Hallo? Hallo! Und Zombie. Wie stark bist denn du? Mina! 29, geht doch noch. Glaube ich. Und jetzt kriegen wir auf die Fresse, wie übelst, ne? Oder auch nicht. Okay, er sitzt seine Müsse gerade wieder ein. Was? Oh, Monolith. Das sind anscheinend weiß immer Kämpfe. Befehle, einige in uns bleiben zahm, solange sie unversehrt bleiben. Doch sobald ihre Kaffee singen, schlagen sie unerbittlich zu. Wenn die Gruppe fehlt, Angriff zu bilden und dann selbst andere Feinde angreifst, kannst du viel Ärger erschweren. Das ist nur eins von vielen Beispielen. Wählen. Versuche deinen Controller zu benutzen, anstatt bah, nicht durchstürmen, wenn die Kaffee niedrig sind. Zu Idiot. Du Idiot zu rufen, was? Nicht losstellen, wenn die KP niedrig sind, du Idiot, zu rufen. Ja, mache ich natürlich immer. Was macht der Vollidioten denn da? Fluoridstiefel, guck jetzt nicht nach. So, da oben ist zum Beispiel irgendwas. Ach so, du bist so ein. Lass mal gucken, was da ist.
Hier wird hier nicht gesagt, ich darf hier noch nicht hin, also puh, gehe ich einfach hier hin. Hallo, Schätze und so. Da war der Sackgasse, glaube ich. Hallo. Wo sind die Zombies so langsam? Boah, ich komme hier so durcheinander. Wir sind schon falsch, aber egal. Da ist eine Truhe und da ist Kräuter. Da sind Kräuter, ihr wisst schon, was ich meine. Falscher Snack, was? Möchte ich doch lieber fliehen. Brauche ich mal, wie wir kämpfen müssen. Alter, dauert das lange. Ich drücke L1, ich drücke L1. Oh, tschüss. War das hier? Alle, sie hat das hier, gut. Gut. Okay, ich glaube, wir sollten lieber hier rausgehen. Also Ort, wo man noch nicht hin muss, mache mich umso neugieriger. Nein, was könnte hier zum Beispiel alles drin sein? Das ist halt neugierige, was mich hier neugierig macht. Ich brauche jetzt mal einen Speicherpunkt und beende den Part. Da müssen wir neue Truhe plündern. Oh, da ist der direkt aufgetaucht. Im Wald sollten wir vielleicht auch noch mal kommen. So, das habe ich schon, ne? Ja, da kam ich her. Geh weg! Ich möchte speichern und den Part beenden. Mann! Wahrscheinlich tue ich dann die Truhe neu heranhängen. Ja, okay. Habe ich die Truhe neu heranhängen. Also, sehen wir uns bei der Truhe. So, wer, das bringt's jetzt nicht. Oh, wer? Hörner. Oh, cool. Wir haben neue Accessoires bekommen. Ah, die. Okay. Wie kann ich denn die geben? Also nicht. Ich habe eine Idee. Vergib den Rucksack. Rose. Das sieht sogar gar nicht mal schlecht aus. So, ihr beiden habt noch nichts. Was soll ich denn euch noch geben? Alicia hat den Scheitel. Ja, ne. Kann ihm gar keine Hüte geben, glaube ich. Ja, der hängt da unten, geil. Ja, gefällt mir. Jetzt hat alle bis auf ihm irgendwas. Aber so. Okay. Sehr gut.
Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Hat es ja noch halbwegs gelohnt für die Hörner. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of the Syria. Ich bedanke mich alle, die zuschauen, und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.